Yo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns heute wieder hier auf unserer Schneemap auf der Standardfelsbrunn mit dem schönen Seasons Mod. Und heute wollte ich euch den letzten Part von diesem wunderbaren Schneemod vorstellen. Und zwar ist der Salzstreuer auch funktionsfähig. Hierbei muss ich allerdings sagen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht zu viel Schnee auf der Karte habt. So, ich zeige euch das einfach mal. Wir haben jetzt hier ein bisschen Streusalz, machen das an und letztendlich wird das hier weggemacht. Streusalz hier lässt den Schnee sofort schmilzen. Wenn wir jetzt eine etwas größere Schneeschicht hätten, dann würde das nämlich anders aussehen. Aber das werde ich euch jetzt gleich einmal kurz zeigen. Klar, jetzt hier auf dem Feld Salz zu streuen, das macht nicht so viel Sinn. Aber einfach zur Demonstration wollte ich euch das hier einfach mal zeigen, weil ja aktuell kein Schnee auf der Straße liegt. So, wir werden jetzt sofort einmal drehen. Noch 100 Liter sind ungefähr drin oder 100 Kilo, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. So. Okay. Perfekt. Also, ist komplett leer. Das füllen wir dann einmal jetzt neu auf. Und ich zeige euch dann, was passiert, wenn ihr tatsächlich zu viel Schnee habt. Wir können schon mal hier einen kleinen Befehl eingeben. Add Snow machen wir mal 10 als Wert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar zu viel ist. Wir werden es gleich sehen. Jetzt kam eine etwas größere Schneeschicht. Wir nehmen mal kurz eine Abkürzung, damit ihr auch seht, dass das hier auch funktioniert, wenn man da durchfährt. Wir können jetzt mal kurz noch ausprobieren, was passiert, wenn wir jetzt mit dem Schneeflug hier das versuchen wegzuschieben. Wow, das geht sogar bei so einer krassen Schneeschicht. Aber ihr seht schon, dass er ziemliche Probleme hat, das hier wegzuschieben. Ist einerseits auch komplett verständlich, weil das sind wirklich Schneemengen, die sind alles andere als schön. Da macht so ein Traktor dann auch nicht direkt mit. So, aber zuallererst möchte ich einmal das Fahrzeug wechseln. Ich habe euch da auf baustellenmods.de einen sehr, sehr schönen Mod verlinkt, den ihr ja jetzt hier sofort sehen könnt. So, das gucken wir einmal ab. Salzstreuer kuppeln wir auch einmal ab. So, den fahren wir dann mal kurz an die Seite. So, dann hier parken. Gehen jetzt auf den Shop. Gehen auf Kompakttraktoren. Und dann haben wir jetzt hier so zwei verschiedene Fan Favorite. Das wollte ich sagen. Den Fan 509 und den Fan 510. Oder halt mit Gangschaltungssound. Wir nehmen jetzt aber einfach mal den Standard-Sound hier. Und das Schöne ist, wir können hier jetzt bei Hauptfarbe neues Metall oder altes Metall wählen. Und dann haben wir jetzt hier die Kommunalvariante. Können auch dementsprechend hier die Felgen orange färben. Und können dann auch hier die Kommunalreifen-Variante nutzen. Entweder Kommunal- oder breite Kommunalreifen. Frontladeranbau brauchen wir eigentlich nicht. Das lassen wir einfach mal. Motorausführung. Ja, nehmen wir hier mal die Tuning-Variante. Mieten wir uns dann hier. Und jetzt brauchen wir natürlich noch hier ein paar Big Bags voll mit Streusalz. Da kaufen wir uns direkt 2 Stück und füllen die dann direkt auf. So, was kann man hier machen? Ne, da kann man nichts machen. Perfekt. Super. So, hier ist der Traktor. Der passt eigentlich viel, viel besser hier auch vom Design her zum Hauer hier. Für den Streuer. So, Moment. So, auch nochmal kurz hier auf. Naja, ankuppeln meine ich. Und jetzt hier auffüllen, genau. So, und umleuchtet es auch schon an. Perfekt. So. Bisschen noch. Okay. Also, wir haben jetzt, glaube ich, so die höchste Schneeschicht, die man haben kann hier. Probieren es mal eben aus. Oh, warte mal. Jetzt habe ich hier ein Stück. Stück davon. Warte mal. Ne, die Tür wollte ich jetzt nicht öffnen. Das Fenster auch nicht. So. Okay, perfekt. Aber jetzt einmal hier entlang.
Und ich überlege gerade, was wieder der beste Weg ist, das einmal zu demonstrieren. Am besten fahren wir auf unseren Hof, den ich in der letzten Folge euch auch schon geschoben habe. Da kann ich es euch am besten demonstrieren. So, hier schiebt er gerade auch ein bisschen Schnee. Aber ihr merkt schon, ne? Er hat wirklich Probleme hiermit, diese riesen Schneemengen zu beseitigen. Weil vorher ging das natürlich ein bisschen besser, als noch nicht so viel Schnee hier lag. Aber gut, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zentimeter das sind. Ich denke mal, das sind schon so gute 30 Zentimeter. Das ist schon ein Machtwort. So. Gut, dann werden wir jetzt einmal den Salzstreuer anschalten. Und ihr seht schon, er hat Probleme, den Schnee wegzubekommen. Das ist ja auch komplett verständlich, weil bei dieser Riesenmenge Schnee. Puh, schwierig. Sehr, sehr schwierig. So, wir machen den nochmal aus. Wir entfernen den Schnee einmal. Und dann machen wir nochmal neuen Schnee hier hin. So. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar schon ein bisschen viel war. Ich weiß nicht, was die kleinste Stufe mit dem Schnee ist. Müssen wir gleich mal kurz gucken. So, jetzt müsste sofort der ganze Schnee kommen. Ah, da seht ihr dann schon. Da kommt er. Jetzt müsste sofort hier sein, genau. So, genau, so schaut das dann aus. Richtig. Also ich hatte eben eine etwas andere Schneestufe. Wenn der Schnee wirklich ja, leicht ist, dann könnt ihr das komplett entfernen. Das klappt dann auf jeden Fall ohne Probleme und sieht auch sehr, sehr gut aus. Als ich das ausprobiert hatte, war vermutlich zu viel Schnee da, sodass es dann letztendlich nicht klappte. Aber jetzt habe ich ein bisschen rum probiert und habe das dann herausgefunden, dass das jetzt auch so möglich ist. Das ist auf jeden Fall eine schnelle Variante, um hier den Schnee dann komplett zu entfernen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Schneemod auch, also den Seasons Mod auch nutzt und wie er euch gefällt. Ich finde, das ist eins der besten LS19 Mods, die jetzt in den letzten Monaten rauskam. Und muss dazu einfach nur Danke sagen. Danke an das Modding-Team. Realismus-Modding, genau. War gerade am Überlegen. Oh, Moment. So, fahren wir mal wieder hier hoch. Gott. Dann haben wir ja gleich den Part hier erledigt. So. Das funktioniert übrigens nicht nur auf eurem Hof, sondern das funktioniert überall, wo jetzt Schnee liegt. Gucken mal, wo jetzt noch überall Schnee ist, insbesondere in der Stadt da hinten. Da würde es mich mal interessieren. Aber ich glaube, das sind auch so ganz normale Straßen, ne? Ich weiß nicht, wie die jetzt hier wahrgenommen werden. Ne, theoretisch müssten wir auch auf diesen Straßen Schnee haben. Ich bin mal gespannt. Wir gucken einfach mal. Wir gucken uns das an, ob das irgendwie mit Schnee bedeckt ist. Falls ja, wäre das schon sehr, sehr cool. Aber wir werden sehen. So, hier nochmal zu dem Fan. Er ist auch komplett im Innenraum animiert. Also ist wirklich ein sehr schickes Fahrzeug. Und ihr seht auch, der Fahrer ist auch animiert. Das ist ja jetzt nicht bei jedem Fahrzeug so im Landwirtschaftssimulator als Mod. Standardmäßig, klar, ist es auf jeden Fall dabei. Aber so bei den Mods, nicht bei jedem Mod ist jetzt hier so eine ausführliche Animation zu finden. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fahren jetzt einfach mal hier rechts an der Feuerwache vorbei. Haben wir jetzt geblinkt? Mal gucken. Ja, doch. Haben wir. Es schaut gut aus, ne? Der Parkplatz zumindest ist jetzt schon mal komplett voll mit Schnee. Wir blinken hier nochmal. Fahren mit unserem Schneeschieber hier rein. Okay. Nee, hier liegt tatsächlich kein Schnee. Nö, nee, vorne ein bisschen. Doch, hier ist ein bisschen Schnee. Gut, dann können wir das mal eben entfernen. Perfekt. Ich überlege gerade, Folgendes zu machen. Wir machen hier nochmal Add Snow 10. Ich möchte wissen, ob hier auch komplett Schnee hinterher zu finden ist, bei der ganz großen Höhe.
Theoretisch ja. Also es sieht schon mal sehr gut aus. Hier oben, wie schaut es da aus? Wollen wir mal kurz hier rückwärts hoch. Wenn der ganze Dorfplatz hier voll mit Schnee ist. So, mal gucken. Ja, nicht ganz. Ist auf jeden Fall ein Teil. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert es hier wieder nicht, weil einfach viel zu viel Schnee dort liegt. Wir können jetzt nochmal versuchen, hier dementsprechend Schnee wegzuschieben. Das wird auch halbwegs funktionieren. Aber auch hier merkt ihr schon, dass das wirklich Anstrengungen sind. Und schaut mal, wir haben jetzt vielleicht 5 Meter geschoben und wir haben hier einen riesen Schneeberg. Dementsprechend hat der Traktor auch hier so seine leichten Probleme. Gut, Freunde. Ja, dann würde ich auch schon sagen, war's das hier mit diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von solchen coolen Schneeräum-Aktionsvideos sehen möchtet, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benny.